Mauro Lucinelli, schauen wir noch mal heute zurück auf das 3-3 gegen FC Basel. Wie gross ist beim Cheftrainer der Stolz auf die Mannschaft? Das ist schwierig zu sagen, weil das ist ein unglaublicher großer Stolz. Für verschiedene Sachen. Erstens für die Leistung, die wir dort gezeigt haben. Unser Offensivfußball. Wir sind auch gepresst. Und am Ende, trotz dass die Stärke von Basel, das haben sie nach ein paar Minuten vor Schluss, das 3-2 geschossen, haben wir noch einmal diese Reaktion können, auswärts machen und eine ganz gute Tor rausgespielt. Das ist wirklich ein ganzes Kompliment für die Mannschaft und natürlich bin ich sehr, sehr stolz. 3 Matches in einer Woche, der FC Thun hat ein recht strenges Programm. Morgen geht es schon weiter gegen GC. Längt die Kraft jetzt nach dem Spiel vom Sonntag noch? Ja, das ist eine Frage, das kann man nur mal am Ende antworten, natürlich. Ich glaube schon. Also, die mentale Kräfte sind sicher da. Wir wollen auch noch einmal gegen GC unsere Spielidee auf Platz bringen, unseren Offensivfußball auf Platz bringen. Bewusst, dass kommt auch ein Gegner, das können sie auch gut spielen. Sie haben auch tolle Resultate in den letzten Spielen gezeigt. Und darum wird es sicher noch einmal eine schwierige Aufgabe sein. Gegen GC haben wir jetzt eine Chance, den Ligaerhalt definitiv zu sichern. Gibt es noch irgendwelche Korrekturen im Vergleich zum Basel-Spiel? Im Spielideen sicher nicht. Vielleicht werden wir ein paar Wechsel auch natürlich machen, aufgrund von verschiedenen Gründen. Der Matteo Tosetti zum Beispiel ist gesperrt. Hat das einen Einfluss auf das Spiel? Also, ich glaube, er ist nicht zufrieden, dass die Sperre gekommen ist. Er hat sicher wollen spielen. Aber wir haben genug Spieler, die können wir auf Platz bringen. Das können sie auch sich selber zeigen. Und vor allem, ich glaube, die Mannschaftsqualität wird die gleiche sein. Deine Kampfparole für das Spiel morgen? Genießt das Spiel für erste bis letzte Sekunden und einfach daran glauben, wie wir in die letzten Spiele gemacht haben.